So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem Shadow Dragon. Jetzt hätte ich beinahe was anderes gesagt, aber nein, das sage ich lieber noch nicht. Da wird wohl, wenn ich das jetzt richtig im Blick habe, wann das Video erscheint, heute noch ein Infovideo zu erscheinen, zu dem, was ich gerade beinahe gesagt hätte, aber gut, mehr dazu dann heute, später. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich denn hier war und was ich denn da machen wollte. Bringt mir hier der Würmtöter eigentlich was? Nein, schade. Naja, man kann es ja mal versuchen. Oh Gott, nur 2x2. Warum? Na gut, aber ich habe ja Gordon dabei. Moment, den stelle ich mal da nach hinten. Und greife mal mit dem Eisenbogen. Nein, mit dem Stahlbogen. Mit dem Stahlbogen reicht es genau, sehr gut. Perfekt. Und Stärke, Glück und Verteidigung sieht auch gut aus. Okay, dann den da unten hole ich mir jetzt mit Run, wenn der Schaden macht. 4. 4 ist leider zu wenig. Ah, mit Frei macht hier aber mit dem Eisenschwert nur 5. Achso, kriegt jetzt aber leider nochmal 5 Schaden. Ich sollte vorher denken und dann erst angreifen. HP, Stärke, Fähigkeiten. Wow. Oh mein Gott. Hilfe. So einen guten Level habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Habe ich überhaupt noch nie gesehen, glaube ich. 6 Werte auf einmal gestiegen. KP, Stärke, Fähigkeiten, Geschwindigkeit, Glück und Verteidigung. Die einzigen Werte, die nie steigen, sind Magie und Resistenz. Na gut, Resistenz wäre nicht schlecht, wenn die mal ein bisschen steigen würde. Aber Magie braucht er sowieso nicht. Also von dem her. Also bis auf einen Wert nur die wichtigen Werte. Also alle wichtigen Werte. So, dann nehme ich mal das Eisenschwert, das reicht aus für einmal. Perfekt, Level up. KP und Geschwindigkeit. So, Moment, ich könnte noch... Nee, geht nicht. Himmels Willen, was war das denn? Kann ich hier noch was ausrichten? Nein. Ah, Moment, aber ich habe doch noch Wolf. Kommt da oben noch einer nach? Nein. Perfekt. Dann lass mal Wolf angreifen. Mit dem Stahlbogen. Ah, sehr gut. Weg damit. Okay, dann heile ich hier unten mal Wolf. Moment, will ich mich mit denen jetzt erstmal außenrum bewegen? Wenn ich mir mal die Karte so angucke. Ja, definitiv. Dann, kann ich gleich mal Wolf heilen hier. Hoppla. Ja, Moment. So, dann kann ich den Stab gescheit auswählen. Ich will ja nicht den Pflegestab verschwenden, wenn ich ihn eigentlich gar nicht brauche. Okay. Ach, die oberen habe ich ja schon bewegt. Oh. Hoppla. Dezenter Nachschub. Und ich habe mich in der letzten Folge noch beschwert, dass so wenig los ist. Hoppala. Okay, dann muss ich gucken, dass ich doch nicht mit Shiida da hochfliege. Wäre nämlich keine gute Idee, wie es aussieht. Ich könnte hier mit der Stahllanze noch was ausrichten und dann schnell wieder abhauen. Okay, perfekt. Okay, dann hier sollte ich jetzt dringend mal den Dieb hier verfolgen. Oh, wenn ich Pech habe, kommt er jetzt genau zur Tür und schließt auf. Dann kommen mir nämlich die ganzen Menschen von da oben entgegen. Wobei kommen die da durch? Hier handelt es sich um eine Wand und da um eine Klippe. Okay, also kommen nur die... Da kommt theoretisch nur Minerva durch. Also, okay... Doch kein Problem, wenn er die Tür aufmacht. Nur abhauen soll er halt nicht. Okay, gut. Was mache ich dann mit dem Rest? Also mal, ziehe ich mal zurück. In die Richtung. Ah, vielleicht kann ich dann Minerva von da oben aus anlocken. Dann kann ich von da aus mit Marv und ihr sprechen. Dann reite ich mal da ein bisschen vor.
Moment, bis wohin kommt Wendel? Bis da. Also reite ich bis da, dass ich noch heilen kann. Weil, Abel hat's nötig. Ich mir Magieschild. Mit Magieschild heilen wäre wohl ein bisschen armselig. Ja, wobei, vielleicht doch schon ein ganz großes Kino, weil wer kann schon mit einem Magieschild heilen? Okay, hier kommt erstmal ganz lang nichts. Und dann bloß noch die paar Hansel da oben. Na dann. Auf nach links durch, würde ich sagen. Weg von der Mauer da hinten. So, die kann ich alle schön hier jetzt nach links bewegen. Da muss ich mich auch nicht um großen Zusammenhalt bemühen. Die können ruhig alle locker in die Richtung halt marschieren. Die haben eh jetzt einen großen Vorsprung vor denen da hinten. Also von dem her. So. Mal gucken, ob die jetzt sich... Ja, die bewegen sich alle schon her. Ist ja aber kein Problem. Den kann ich ja einfach mal locker ausweichen, indem ich vorhin wegrenne. Wie ein Feigling, aber okay. So, Moment. Jetzt kümmere ich mich mal um den Dieb da. Moment, der hier hat... einen Panzerbrecher, okay. Also mit einer Eisenlanze. Ja. So, was hat er nochmal geklaut? Hab ich gerade ganz vergessen. Ah, das Donnerschwert. Na toll, jetzt habe ich schon wieder ein Donnerschwert. Jetzt habe ich, glaube ich, schon drei von den Dingern, kann das sein? Ich glaube, jetzt habe ich schon drei Donnerschwerter. Okay, jetzt muss ich mal gucken, ob sich Minerva im nächsten Zug hier rüber bewegt. Falls ja, gut. Falls nein, nicht. Ach Mist, jetzt bin ich wieder eins zu weit geritten. Jetzt kann ich wieder nicht mehr heilen. Na gut. Okay, hier oben habe ich alle. Dann fehlen bloß noch hier unten die paar. Bis hierhin komme ich mit Lena. Dann reite ich mit frei noch da, dass ich nochmal heilen kann mit dem Heilstab. Ah, Moment, ich komme sogar bis da. So. Dann halt eben den ganzen Rest wieder hinterher. So wie eben auch. Da kann man ja nicht viel falsch machen. Da oben kommt wirklich ewig nichts. Hoppla. Moment, warum haben die da eigentlich so eine... Ach, die Reichweite kommt von dem hier. Jetzt dachte ich schon, der bewegt sich. Oh. Der hat einen Langsperr und eine Tempofeder. Stimmt ja. Da war ja was. Oh, wem könnte ich die Tempofeder geben? Moment, vielleicht gebe ich die Tempofeder Etrag. Der hat ja so schon eine ziemlich hohe Geschwindigkeit für einen Ritter. Da könnte ich die Geschwindigkeit nochmal erhöhen. Okay, gut. Oh. Der ist ganz schön schnell. Jetzt mal, bin ich mal gespannt, ob sich Minerva rüber bewegt. Wäre nicht schlecht, wenn sie es täte. Nein, tut sie im Moment noch nicht. Vielleicht habe ich Glück und sie tut es im Laufe der Kapitel noch. Nur mache ich wenigstens 9 Schaden, kriegt trotzdem noch 2x8. 2x4. Ja doch, insgesamt zwar. Oh. Dann soll ich vielleicht nicht mehr angreifen, sondern nur noch hier rumstehen. So, dann kann ich hier nochmal... Nein, nicht mit Magieschild. So, gut. Achso, ja, dann kann ich ja demnächst auch noch da unten die Tür aufmachen und, Maria heißt sie rekrutieren. Ich habe den Namen gerade vergessen gehabt. Ja, die Namen in meinem Fire Emblem. Okay, da fehlt natürlich noch Shida. Achso, ich habe die noch gar nicht bewegt in der Runde. Hoppala. Ah, okay, da kann ich schon mal zum... Geh lieber zum Arsenal oder zum Händler. Ich gehe mal ins Arsenal. Guten Tag. Oh, Langsperr, Silberaxt und... Okay, Wurfball brauche ich nicht. Silberaxt kaufe ich mir mal eine. Zwei? Ne, ich habe eh nicht so... Ich habe hier nur einen Axtkämpfer, der die irgendwo... Der den demnächst erstmal verwenden kann. Im Moment kann die noch gar keiner verwenden, fällt mir gerade ein. Was? So, dann brauche ich auch keine zwei kaufen. So, hier gehe ich mal zum... Nein, nicht zur Ebene, zum Händler.
Hallo, willkommen bei... Was? Ach, Emil. Türschlüssel? Was? BRCK-Schlüssel? Schlüssel zum Herablassen einer Zugbrücke? Brückenschlüssel? Um Gottes Willen, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ja, ein paar Heilmittel kann ich ja mal kaufen. So, drei reichen. Okay, ansonsten brauche ich eigentlich nichts. Ah, Rutz hat gar nicht volle KP, den kann ich dann demnächst noch heilen. So, ich reite jetzt mit denen erstmal alle da hoch. Ich würde mal sagen, ich verbarrikadiere mich dann hier. Dann stelle ich mich... ich stelle mich hier hin mit Edrak. Dann kann ich hier zumachen, dann lasse ich die von da unten alle rankommen. Die rennen ja eh hinterher. Dann können die da von zwei Seiten an Edrak an. Edrak kriegt da weh von keinem Schaden, dann kann ich hier zwei Fernkämpfer noch postieren. Ja, ich glaube, das wird ganz gut so. So, wen habe ich jetzt noch nicht bewegt? Da oben. Jagen noch nicht. Dann nächste Phase. Gegner ist wieder dran. Okay, achso, der hat immer noch die Eisenlanze ausgerüstet. Ups, da war ja was. Okay, jetzt die alle wieder. Zum Glück kann ich das ein kleines bisschen beschleunigen. So, ich kann es auch einfach überspringen, aber das will ich eigentlich nicht wirklich. Gut, dann kann ich jetzt... Nee, ich heile lieber. Auf 15. Okay. Muss ich zwar nochmal eine Runde warten, aber was soll's. Gut, mit Marp habe ich auch so langsam wieder aufgeholt. Dann halt die Jagen darf wieder stehen bleiben. Dann darf hier Shiida wieder nach links. Genauso wie Gordon. So, dann gehe ich hier mit Ogma noch ins nächste Arsenal. Vielleicht gibt es hier nochmal was Interessantes. Oh Gott, ich habe kaum noch Geld. Stahlschwert, Stahllanze, Stahlaxt, Stahlbogen. Habe ich, glaube ich, alles. Tatsächlich müsste ich alles haben. Also dann gehe ich mal ins Haus. Die melonische Prinzessin Minerva, sie scheint keine von den Bösen zu sein. Ich habe auch eine Schwester und wenn sie jemand bedrohen würde, ich meine ja bloß, man kann eine Person nicht immer anhand ihrer Taten einschätzen. Okay. Danke, aber da wäre ich auch ohne dich drauf gekommen. Wisst ihr, es gab einmal drei große Magier in unserer Welt. Miloa, der Erzbischof, Garneth, der dunkle Priester und Goto, den weißen Weißen. Was, den weißen Weißen? Oh wow, wirklich, der weiße Weiße. Aber nun ist Miloa tot. Wenn doch nur jemand übrig wäre, der Garneth aufhalten könnte. Wow, der weiße Weiße. Noch rassistischer geht's ja wohl nicht. Nein, natürlich nicht. So, ich stelle mich mal da so ab. Ich park. Wolf mal dahin. So, mit dem Rest kann ich schon mal ein bisschen nach da oben reiten. Noch nicht ganz so ins Eck, dass ich die dann noch im nächsten Zug halbwegs ordnen kann. So, das müsste schon gewesen sein, ja. Okay. Ach, da kommen noch mehr? Okay, sehr gut. Ich verbarrikadiere mich wirklich. Verbarrikadiere. Gott, ich verspiele mich gerade wieder an meinen Sätzen. Zum Glück kann ich so gut sprechen. Ja, ja. Ich bin ein wahres Sprachgenie. So, Moment, ich greife zuerst an. Mit, der hat nur 8 KP. Mit der Stahllanze. Okay. Ah, jetzt habe ich ein Meistersiegel. Stimmt ja, da war ja was. Dann gehe ich einmal auf die andere Seite. Heilen mit dem Stab. So, das da oben, das Rote, müsste jetzt die Reichweite von Minerva sein. Wenn ich Glück habe, kommt die jetzt darüber geflogen. Allerdings sollte ich mich zuerst mit Mark da reinstellen.
weil ich ja nicht will, dass die vorher besiegt wird. Die Französin Minerva mit ihrer Axt und Eclair. So. Kann ich noch wen heilen? Ja genau, Rudd konnte ich ja noch heilen. Stimmt, da war er was. Für ein bisschen Erfahrungspunkte auf Lena. Ah, sehr gut, gibt's sogar noch ein Level-Up. Geschwindigkeit und Glück. Naja, okay. Was Lena mittlerweile schon für einen Glückswert hat. 18. Die müsste ja auch bald am Maximum sein. Mal gucken, ob bei der 20 auch das Maximum ist. Falls ja, dann kann ich so langsam schon mal davon ausgehen, dass 20 bei allem das Maximum ist. So, ich stelle mich mal da so ins Eck. In den anderen zwei gehe ich auch mal ein bisschen zurück. So. Die kommen immer noch fleißig angerannt. Bis sie da sind, habe ich mich schon gut verbarrikadiert. Ach Gott, da reitet einer nach links. Was wollen die links? Die können doch eh nirgends da durch. Okay, verstehe ich jetzt nicht, aber gut. Was auch immer. Ja, nö, die können da nicht durch. Die stehen jetzt da mit dem Bogen in der Hoffnung, dass einer hier entsteht, oder was? Schwachsinn. Okay, ich stelle mich mal mit Marth hier rein, mit dem Eisenschwert. Dass ich niemanden besiege, den ich nicht besiegen will. Mit Jagen kann ich schon mal so ein bisschen darüber fliegen. So. Dann kann ich hier... Moment, ich gehe auch mal mit Abel ein bisschen nach links. Dann kann ich noch ein bisschen heilen. Mit dem Heilstab. Und mit Bast kann ich auch noch mal ein bisschen nach da gehen. So, wer fehlt jetzt noch? Achso, die hier natürlich. Gut, dann stelle ich die jetzt mal ein bisschen so auf, wie sie stehen sollen. Ich muss Edrak dann in der nächsten Runde noch eine andere Waffe ausrüsten. Gut, als Fernkämpfer habe ich ja nur Kort und Wolf dabei im Moment. Dann stelle ich Kort mal nach da. Und Wolf nach da. Im Stahl, na, mit dem Eisenbogen mal. Ja, mit dem Eisenbogen habe ich eine höhere Ausweichwahrscheinlichkeit. Zwar nur um 1, aber was soll's. So, komme ich jetzt noch mit Lena da rein? Nein, natürlich nicht. Lena muss draußen bleiben. Auch so nicht? Nein, Lena darf wirklich nicht rein. Schade. Na gut. Huch, wer fehlt noch? Ach, da unten. Oh Gott, jetzt hätte ich beinahe Shida und Gordon vergessen. Ah, dann kann ich in der nächsten Runde Wolf gegen Gordon ersetzen. Gordon ist, glaube ich, die bessere Wahl, was sowas angeht. Und Shida kann ich dann noch mit nach da hochnehmen. So, gut. Was macht der Gegner jetzt noch? Ah, perfekt. Jetzt muss ich gucken, kann ich mit ihr sprechen? Ich hoffe mal, dass ich mit Minerva jetzt sprechen kann. Die Musik laggt schon wieder. Ja, ja. Schlimm, schlimm. Und die da oben stellen sich jetzt wirklich ins Eck. Die sind ganz schön bescheuert. Nein, ich kann nicht sprechen. Ich glaube, es geht los. Mit keinem, wie es aussieht. Soll ich mal mit Shida probieren? Shida kann ja anscheinend viel sprechen. Shida redet gut und viel. Gut, in der Zwischenzeit. Na gut, kann Minerva eigentlich angreifen, wenn sie will. Die macht allen nicht besonders viel Schaden, glaube ich. Ich rüste mal hier noch das Eisenschwert aus. Dann braucht Edrak natürlich die normale Eisenlanze. Lena muss nach da hinten. Kann ich noch wen heilen gerade? Nee. Okay, Ogmar kommt da weg. Den stelle ich mal. Den kann ich mal hier auf die Klippen stellen. Dass er aus dem Weg ist. Perfekt. Und dann kommt Gordon da hin und der darf mal. Ah, wobei, nee, ich stelle Wolf nach da zum Speichern. So, und Gordon kommt dahinter. Mit dem Eisenbogen. So. Dann würde ich mal sagen, das sieht soweit ganz gut aus. Hoppla, nein. So, dann kann ich mit dem Rest nochmal weiter nach vorne. Kann ich mit Wendel nochmal heilen.
Gut, den Rest lasse ich mal so stehen, wie er ist. Hier rüste ich noch die Eisenaxt aus, falls mir Herr rüberfliegt. So. Natürlich, wen sonst? Oh Gott. Nein. Weh, du greifst zweimal an. Nein. Und da habe ich den nächsten Kämpfer weggeschmissen. Hätte ich das gewusst? Gottes Willen. Sire, kämpft für Altea. Ja, werde ich tun. So eine dumme Kuh. Von wegen, die will mir wahrscheinlich nichts Böses. Ich glaube, es geht los. Die will mir sehr wohl Böses. Und der macht sogar Schaden. Was traut er sich? Der kann mit E-Druck Schaden machen. Ich glaube, es geht los. Die können es doch nicht wagen, E-Druck Schaden zu machen. Der auch. Solche Schweine. Gut, ich glaube, die haben jetzt alle angegriffen. Ah, jetzt kommt Bewegung, dass ich den Part beenden kann. Der geht schon wieder ein bisschen zu lang. So, perfekt. Also nicht perfekt. Die haben natürlich die blöde Minerva hat mir ja hier jagen gekillt. Oh, vielleicht. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht eine Runde. Ah, ich kann auch nicht mit Gida mit ihr sprechen. Vielleicht lade ich dann im nächsten Part einfach den Speicherpunkt, den ich gerade gespeichert habe. Speicher. Moment, ich mache das gleich mal noch. Dass ich im nächsten Part dran denke. Hier. Da lebt Jagen noch. Da kann ich ihn noch schnell aus dem Weg räumen. Gut, ich würde mal sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.